Dankeschön. Ich bin das junge Talent. Ich bin das junge Talent. Ich muss auch gleich ins Bett um 10 Uhr, ja. Nein, also ich bin über 50 Jahre alt. Tim, wo ist Tim? Tim wird 18. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin schon über 50, Tim. Und wenn du dir jetzt denkst, oh, über 50, das ist ekelhaft. Ich kann dir zurufen, es ist überhaupt nicht so schlimm. Ich wache trotzdem manchmal morgens auf und habe das Gefühl, ich würde im Körper eines Teenagers stecken. Also im Prinzip wie der Wendler. Ja, das Geilste an über 50, Tim, ist, du musst überhaupt nichts mehr. Ja, mit 18 musst du auch nichts mehr, aber mit 15 musst du überhaupt nichts mehr. Zum Beispiel Computer-Updates. Ich mache, seit ich 50 bin, mache ich keine Computer-Updates mehr. Mache ich nicht. Nee, mache ich nicht mehr. Lass ich laufen. 50, da habe ich mir überlegt, 15 Jahre noch ungefähr bis zum Ruhestand, da komme ich mit Windows 98 noch durch. Und meinem Palm-Organizer. Nee. Meine Frage, kleiner Mitmachteil, wer kennt mich aus Social Media? Oh, das wundert mich. Ja, doch. Paar sind da, die mich kennen. Es wundert mich nicht, denn ich habe es vorhin gerade nochmal überprüft, könnt ihr nachgucken, ich bin der deutsche Comedian mit den meisten Followern auf StudiVZ. Ihr könnt mir aber auch folgen auf Wer kennt wen. Oder klickt mich an, schreibt mich an auf ICQ. Ist überhaupt kein Problem. Nee, man muss ein bisschen mit der Zeit gehen, oder? Ja, Tim, auch mit über 50. Man muss ein bisschen am Ball bleiben. Ja, Beispiel Sprache. Es ist ja nicht so einfach. Es kommen ja lauter neue Wörter, kommen dauernd irgendwie raus und die Jugendsprache, ja. Und ich mache das so, um da so ein bisschen am Ball zu bleiben. Ich google jedes Jahr die Top 3 Jugendwörter des Jahres und die übernehme ich dann safe in meinen Wortschatz-Digger. Nee, aber man muss aufpassen, es kann schief gehen, wenn du die Sachen irgendwie das erste Mal hörst und dann irgendwie da was reininterpretierst. Ich war im Urlaub, stehe ich in so einem Teppichbazar, steht einer vor mir und wollte wissen, ob diese Teppiche auch von den Verkäufern selbst gemacht sind. Und da hat er gefragt, is this a handjob? Anderes Beispiel, letzten Dienstag um 10 Uhr früh klingelt das Telefon, meine Mutter ist dran und fragt, bist du am Homofisten? Und da habe ich gesagt, du Mutti, ich finde es gut, dass du es so offen ansprichst, aber ich bin gerade nicht am Homofisten. Es hat sich dann aber rausgestellt, sie wollte wissen, ob ich von zu Hause arbeite. Ja, es führt zu Missverständnissen. Es führt zu Missverständnissen. Ja, Thema Urlaub habe ich gerade gesagt. Ich war mit meiner Frau im Urlaub. Und die Leute, die lange verheiratet sind, die wissen das. Ja, wenn du im Urlaub bist, es gibt keinen schöneren Ort, um sich richtig in die Haare zu kriegen. Mit deiner Frau oder mit deiner Freundin oder noch schlimmer mit beiden. Nee. Bei uns, wir haben eine Kreuzfahrt gemacht mit diesem Schiff mit A, Al-Qaida, genau. Bei uns ging es am ersten Tag, ging es direkt los am Pool. Am Pool, ich lieg da, Kicker Sonderheft, Eintracht Frankfurt. Ich hoffe, ihr gewinnt morgen. Und ja, Kicker Sonderheft, höre ich von rechts eine Stimme. Schatzi! Kannst du mir mal den Rücken eincremen? Sag ich, gut, kann ich machen, kein Problem. Einmal eingecremt, zack, bumm. Umgeblättert. 10 Minuten später höre ich von rechts, Schatzi, kannst du mir mal den Rücken eincremen? Sag ich, du, ich hab dir vor 10 Minuten den Rücken eingecremt, das reicht doch noch, Dicke. Und wenn du das falsch betonst, ich wollte es dann noch retten, habe ich gesagt, komm, du hast den schönsten Hintern weit und breit. Ich liebe dich doch ungeheuer. Und jetzt Insider-Tipp an alle Männer, wenn sie dir dann eine scheuert, sag nicht, aber dein Oberarm schwabbelt.